Willkommen zurück an Bord der Hobbitosse. Und wer die Hobbitosse nicht kennt, der hat auch nie Pippi Langstrumpf gelesen oder gesehen. Und ja, ich weiß, man schreibt das mit P und nicht mit B, aber das ist ja egal. Keiner achtet hier auf sowas. Ja. So, wir sind auch nach wie vor mitten im Dungeon, den es so schon in der Demo gab. Allerdings, ich zumindest habe da nur Teile von gesehen, so atmosphäremäßig. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier genau abgeht. Ich auch nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Kamen wir nicht von da? Nee, wir sind doch gerade hoch. Das Ganze, die Treppe ist doch neu. Ach, Jenny, du weißt doch, dass ich mir das nicht merke. Nee, aber von da waren wir Ja, doch und gerade. jetzt leuchtet es aber. Ach so. Geil. Boah, da siehst du schon die Welt, die Ja, dann hochfährt, super, ne? super gut, ey. Miau, was passiert jetzt? Oh Gott, da sind irgendwelche eklige Dinger, die sich drehen. So gut, ey. Geil. Ja, Boah. jetzt haben wir die Welt nach oben geschafft. Wie Geil. geil! Oh, das Aber ist wie so kommen wir geil. jetzt nach da Na oben? da. Aha! Eine neue Welt. Kannst du bitte. Hast du bitte gespeichert? Hab ich gar Wird nicht. schon, wird schon. Außerdem hast du jetzt deinen Wupp. Mein Wupp! Energie! Oh Gott, das ist ja noch so groß. Oh nein, Hilfe! das so Zeug. Hilfe! Ah! Und denkt immer, es geht in eine Richtung, dann biegt er wieder Hilfe! komplett ab, ey. Es ist riesig hier unten. What Okay. the fuck, ey? Wieso hast du nur so. Oh, guck mal, das ist so ein mechanisches Megarad. Das ist das Batman-Symbol. Der war gar nicht so schlecht. Was ist das da? Batman! Nee, 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 Batman! Speichert er nicht mehr? Das frage ich mich auch. War mir das? Keine Ahnung, hä? Das sollst du doch rüber können? Ja. Ah. Jetzt. Wow. Das ist geil. Oh Gott. Ja, Mann! Ich wusste, dass sowas früher oder später kommt. Aber wie macht man das? Wir gucken jetzt. Naja, du musst. Blinken? Naja, es geht ja in einer Reihe runter, ne? Ja, man muss mich da durchblinken, oder? Durchlaufen rechtzeitig, Das oder? schafft man nicht, glaube ich. Nee. Musst du schneller sein, ne? Ja, man muss blinken ab einem bestimmten Punkt. Okay, cool. Oh, Sind wir jetzt da, wo wir ja. gestorben sind? Ja. Okay, sonst wäre es auch krass unfair gewesen. Oh, warte. Ach, Ja. das bleibt so lange. Ich dachte, das geht gleich wieder weg, weil nicht da unnötig jetzt reinfallen. Und ich weiß, die Stelle ist die einzige, die ich wirklich gesehen habe in dem Let's Play, in der Demo. Und da ist er irgendwie 8-mal gestorben. Geil. Deswegen habe ich keinen Bock Okay. auf diese Stelle. 8 Mal to beat. Nein! Ja! Hilfe, was war das denn? Ich habe nichts gemacht. Wie Gut, unfair. gut Okay, ab festhalten wann bei muss der. ich mich denn blinken? Und die Frage Kannst du ist. mir sagen, wenn der erste, du kannst nach rechts gucken, wir sind schließlich zu zweit, wenn der erste wieder runtergeht? Sag mir an, du guckst nur auf den ersten. Ich renn los Okay. und du sagst mir, wenn der runtergeht, weil ich glaube, Und dann muss ich dann. blicken. Okay, dann sage Blinken. ich Blink. Ja, okay. Blink! Oh, es hat nicht Noch gereicht. früher. Kann man doppelt blinken? Und teste das nochmal als hier. Ja, ist die Frage, warte mal, wie blinkt man sich denn am besten doppelt? Da? Ein Man kann bisschen. sich nicht blinken, wenn man nicht voll ist. Also kann man nur einmal blinken. Okay, einmal blinken ist es. Vielleicht kannst du noch früher losgehen dann quasi. Und dann mit dem letzten quasi ganz am Ende den Blink quasi ins Ziel. Vielleicht ist das die Taktik. Okay. Dass du quasi gehst ja, sobald er quasi hochgeht, gehst du los, ne? Und Ah. dann ballerst du einfach durch. So süß wie er. So ins Bild und dann wieder aus dem Bild raus. Kannst ja noch einen Tick näher, noch einen Tick näher, noch einen Tick näher, noch einen Tick. So müsstest du nicht erwischen, okay. Und. Yes, Mann! Wahaha. Du warst zweimal oder dreimal gestorben nur. Oh Easy! Okay, Gott. Und jetzt fast kann ich da hier schon wieder gestorben. runterfallen. Wie gemein ist das denn? Nice. Das kommen wir bestimmt nochmal. Ja, ey. Gut, festhalten. Geländer kennt in dieser Welt auch keiner, ne? Nee. Ich bin jetzt mal ganz kurz halt gespeichert. Okay, Willst du hallo. mich. Willst du mich verarschen? Ich komme hier noch nicht hoch, oder? Kann ich Ja, woanders aber lang? musst du doch. Nein, das siehst du doch. Das ist doch viel zu hoch. Ja, aber wo denn Ja, dann? da. Ich habe eine zweite Ah, da Idee. drüben. Von hier so. Das ist eine Veräpplungs. Das ist der Rückweg quasi, glaube ich. Aha. Bis hier. Ich hasse das, wenn es sich bewegt. Ja, siehst du? Da muss ich rüber. Yeah. Ach so, quasi die andere.
Boah. Oh Gott. Oh, da kommt dann Mitfahrgelegenheit. Gott. Okay, da sieht mir zu weit aus. Da käme ich vielleicht drüber. Da rechts jetzt. Na, ich glaube, er fährt dich auch scheinbar irgendwo ganz nett hin. Oh ja. Ich bleibe erstmal drauf stehen. Ja. Guck mal, wo er hin will. Bevor ich hier einfach irgendwo springe. Da! Das tust du mir an. Ich dachte, wir fahren jetzt runter. Ich auch. Hier. Upp. Das war eindeutig nach hier. Ja. Fährt doch einfach kommentarlos weg. Oh Gott, ich dachte, er kommt schon rein. Okay, hier geht's nicht lang. Boah, richtig bedrohlich. Guck mal, da gibt's deine nächste Mitfahrgelegenheit. Nee, ist das die, von denen wir. Ah, nee, ah, sind genau, die kommen einfach immer wieder. Okay, sorry. Ich hab's beim dritten Mal geschafft. Ich bin froh. Ich bin besser als. Ich sag Christian jetzt, Fritz Schneider. Mann, ich wollte es nicht sagen. Du bist so gemein. Ich wollte gerade nicht sagen, wem ich zugeguckt habe bei der Demo. Obwohl man sagen kann, wer ihn nicht kennt, sollte sich auch seine Let's Plays angucken. Ich liebe seine Let's Plays. Das ist schön, ne? Guck mal, da ist noch so ein Golem. Ich guck ganz kurz. Mag das Thema. Ah. Oh Gott, ich bin irgendwie ganz aufgeregt. Ich mag es, wie sich dieses Sci-Fi-mäßige mit dem Mechanischen, was so... So ein Misch, ne? Das hat so was Steampunk-Sci-Fi-Mashup-mäßiges zum Teil. Hier sind so Symbole, guck mal, das sieht doch aus wie ein. Aber hier kann man nichts machen, ich wollte nur sicher gehen. Mhm. Nicht, dass ich dann. Boah, sowas, so das typische so Symbolrätsel kommt bestimmt auch irgendwann. Klapp! Aktivieren! Bei Aktivieren fällt mir, wir könnten mal gucken, ob heute Abend schon die neue Discovery-Folge online war. Aber ich weiß nicht, ob die sonntags oder montags kommt. Nein! Boah! Oh, fast zu spät gesehen, ey. Okay, da weiß ich nicht, ob ich hier auf soll. Nein. Soll ich geil. Pass mal mit mir auf. Das ja, ich ist staune so gerade über das, den Baukasten da unten. Boah, das ist geil. Ich will es hochfahren, ich will es hochfahren, ich will es hochfahren. Na. Und ich will wissen, wo ich runter muss. Ich glaube, der hält jetzt irgendwo an, wo du... Oder? Ja. Hier wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Ah. Nein! Ich wurde eingequetscht. Ach, ist nicht sein Ernst, ey. Willst du mich verarschen? Was? Ja, sie geplant. Ich hätte da stehen bleiben sollen. Naja. Ach, come on. Das ist der böse, böse Cousin von unserer... von Plätti. Ich musste doch hier hoch, oder? Ich glaube... I don't know. Ich fahre nicht. Ich gestehe, dass ich das. Gehst du nicht in die andere Richtung, ja, ne? Sorry. Ich war mir gerade auch nicht sicher. Das ist grusig. Das ist fies, wenn man so viel durch die Gegend gefahren wird. Ja. Dann, oh, da leidet denn? Nämlich dann ausnahmsweise doch mal mein Orientierungssinn. Licht da? Ja, hier ist doch die Plattform. Oh, sehe sie doch schon fliegen. Oh. Hä? Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Machen wir erstmal was anderes. Okay, wir nehmen das mal mit. Einfach mal eingepackt. Ist ja nicht so, als wüsste ich jetzt. Einfach mal einpacken. Los! Ich trau dem nicht. Jetzt geh halt. Der fährt doch gleich. Fährt er nicht? Also, so Gavin. Hä? Wieso bin ich denn jetzt woanders? Das kann ich nicht leiden. Einmal falsch abgebogen. Ich will mich veräppeln. Aber wir machen Progress, von daher ignorieren wir das erstmal. Ich bin unten gespawnt, da wo ich runter eingequetscht wurde, weil ich schon auf der anderen Seite war. Ach so, es zählte schon. Deshalb. Deswegen haben wir das so unbekannt vor mit diesem, ich dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht. Was bist du hier? Das war's jetzt einfach los. Aber da war doch noch was zum Hochfahren. Übrig. Das war's jetzt anscheinend. Warte mal, wir gucken mal. Ja, da komme ich ja jetzt nicht wieder runter. Wie wird schon stimmen, das ist richtig. Bevor wir jetzt irgendwo angegriffen werden, gucken wir da. Ah, hier siehst du, ich muss das nächste dahin. Ich bin jetzt da, also nicht weit weg. Mhm. Vorher, die sind gut. Ich gucke erstmal, wie sich die Welt verbindet. Dann ist es für mich leichter zu wissen, wo ich lang muss. Die sehen auch fast aus wie die Bösen, ey. Was bist du denn? Das ist wieder so einer wie am Anfang. Boah, ein zweites Schwert. Geil. Ein Schwertteil neues. Oh, Man aus dem Trailer, glaube ich, oder? Nee, am Anfang haben wir doch schon so einen Typen gesehen. Ah, echt? Als wir wiederbelebt wurden. Dann kurz danach wurden wir doch von diesem Vieh vergiftet. Ach ja, schau. Genau so war's. Das funktioniert, aber ich weiß noch nicht, wieso. Und warum ich das mache, was ich gerade tue, aber ich mache es einfach. Mach's einfach mal. Und jetzt? Der Aussicht wegen. Hier geht's ja gar nicht weiter. Ja. Dann wird dich verarscht. Aber hier ist noch so ein Ding. Das
So ein Ding-Ding. Wir haben auch schon wieder ganz schön viele Punkte, ne? Ding-a-li-ding. Ding-ding-ding-li-ding. 119 Tacken. So. Wir gehen zu diesem roten Haus. Nee, das ist Leben. Wir wollen hier hin, da wo es blinkt, wo wir es nicht so müssen. Aber wir können dann mal vielleicht in der Pause oder so uns upgraden oder die Zuschauer mitnehmen, mal gucken. Ja, die nehmen wir schon mit. Was ist das? Ein super Ding, aber es ist ja aktiviert. Bist du böse? Nein. Nein, ihr seid alle lieb, ihr seid alle cool hier. Nein! Wir machen ja diesen Busch kaputt. Ah, hier kann ich es einsetzen. Geilo. Geilo Ren. Stylo Ren. Das verstehen die Leute aber jetzt nicht unbedingt. Sollen wir es erklären? Ja, du darfst es erklären. Jenny und ich Kneipenquissen in letzter Zeit total viel. Wobei es eigentlich gar kein Kneipenquissen ist, sondern das Format heißt Seitenquiz. Und falls ihr aus Berlin kommt oder Ahnung, in Berlin habt ihr eine alten Kantine. Wow! Ah, guck mal, jetzt ist die Welt um. Geil. Die ganze, die wir eben unten gesehen haben. Boah, ist das geil. Und da ist ein Böse? Ja. Oder ist der gut? Der ist böse. Sind gut. Wie viele noch? Ich weiß nicht, die letzten, die wir süß fanden, die haben sich dann als sehr tödlich herausgestellt, weißt du noch? Ja. Ja, auf jeden Fall sind wir ganz oft beim Kneipenquiz. Mit ganz vielen Leuten von, boah, jetzt muss ich es richtig aussprechen. Webjeder? Wie spricht man das nochmal aus? Webedia. Naja, genau so. Und die haben so Teams. Was? Quasi. Arsch, du. Die haben so ein festes Team mit diesem Kneipenquiz. Das heißt, Geilo Ren ist das Hauptteam. Es gibt nur das Side-Team, das heißt Stylo Ren. Da waren wir jetzt ein paar Mal mit am Start, aber jetzt fokussieren wir uns hier mal auf die Action. Ich darf nicht damit nicht. Ach, das sind Bomben. Ja. Alles klar. Aber wie kommen wir denn da hin? Ja, außenrum. Hier zum Beispiel. Noch. Geil. Boah, das gefällt mir, das neue Boah, das Areal. Erinnert mich aus irgendeinem Grund an diese WoW-Cataclysm-Welt mit den Pilzen. Mhm. Ah! Boah, da hält nicht so viel aus. Warte, erstmal wegspringen, nicht, dass die Bomben nicht dann in die Luft springen. Okay, mehr gibt's hier auch nicht. Ah, doch. Ah, hier ist noch höher. Ach, super, das ist schön. Oh Gott, hier mich zu orientieren wird schwieriger. Was so märchenhaft. Boah, die sind blöd. Hast du angehört? Das hört sich an wie ein Wal, das Geräusch. Hast du gerade gehört? Ein bisschen da oben. Was ist denn das? Weiß ich auch noch nicht. Ist das ein End? Ein End. Okay. Jo. Mir das. Das ist der Übergang, oder? Ja. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir sind jetzt. Da oben ist noch so ein. Ist das ein weiterer Typ? Weiß ich nicht. Das ist ja auch so ein Pflanze. Unser war weiter unten. Nee, das ist wieder so einer mit dem Schwert. Mhm. Na, wo? Ah, nee, das ist der, den wir gefunden haben, oder? Wo sollen wir denn hin? Kann ich rauszoomen? Doch, kannst du, ja. Ist jetzt so erstmal nicht markiert, ne? Nee, irgendwo hier müssen wir halt weitermachen. Da so. Ja, wir sind jetzt in diese Welt gekommen, also gehen wir in die Welt, ne? Ja, ich guck mal. Wo sind wir hier? Hier kann man nichts drauf machen, oder? Nö. Da ist so ein Süßer. Ja. Dem muss man prinzipiell folgen, weil die sind ja gut. Der ist nicht gut. Der hat dich voll in die Falle gelockt, Mann. Ich will mal was ausprobieren. Oh. Ja, hält. Aber hat es... Wenn du geblockt hältst, dann lädt sich das Blaue nicht auf, oder? Na komm. Ich kann damit nicht laufen, leider. Geil. Ich glaube, wenn ich jetzt drücke, dann... Er hat mich ausgelacht. Dann piekt er mich. Ja. Das wusste ich, ey. Du Spaten, ey. Geil, wie er einfach seine Lanze gecharged ist. Ja, und letzten Donnerstag waren wir beim Film- und Serien-Spezialquiz. Oh! Was? Oh, wow, wow. Winner, Chicken Dinner. So schlecht, oh. Ah, zu viel Battlegrounds gespielt. Und haben einfach mal den dritten Platz gemacht, aber nur einen Punkt Abstand. Schweinerei. Weil kamen die Leute unserem Team, weil wir sind bei Moviepiloten und so, ne? Ja. Richtig krass, was sie alles wissen, ey. Das ist unfassbar. Weil Jenny hat auch ein paar gute Dinge rausgehauen. Juhu!
Ich habe vor allen Dingen Serien geguckt, die keiner guckt. Ja. Was entweder heißt, ich habe einen schlechten Geschmack oder ich bin einfach nur ein Freak. Nee, aber wenn man da bestehen will, was musste man so wissen? Die Nachbarn von den Tanners bei Alf und von den Bundys, wie heißen die? Keine Ahnung. Wie viele Alf-Folgen? Wie viele Alf-Folgen gibt es? Ich weiß es. Irgendwelche Star Trek-Rassen erkennen und keine Romulaner dabei sind. Da ist eine rote Pflanze, ich will ja. Dann... Außenrum. Okay. Wie komme ich da hoch? Von da hinten? Ja. Oh, hier gibt's einfach zu viel zu entdecken. Der ganz weite Weg, ne? Oh Gott. Nicht so. Hier durch. Nee. Hier hinten lang? Nee. Nee. Es gibt hier viel zu viel. Warte mal, wir müssen das systematisch abgehen, sonst verlaufe ich mich. Ja. Yeah. Erstmal gucken wir, was es hier so gibt. Mhm. Da gibt's was zum Punchen. Das heißt, das Ganze muss erstmal runtergefahren werden. Das heißt, wir müssen da oben hoch. Ja. Hier, auf diesem Platz. Oh, das unten rechts sieht süß aus. Bist du böse? Schildkröti. Oh, da oben ist auch eine, die hab ich gleich gesehen. Was sind die süß? Bestimmt hier sogar Galapagos. Hier runter gehen wir das. Schildkröten, oder? Oh, Galapagos-Schildis. Hä? Das ist weg. Hallo, süßes Ding. Oh, oh. Nicht so süßes Ding, ah! Ich konnte gar nichts machen so schnell. Voll deine Nemesis geworden, ey. Nee, eigentlich nicht. Na komm. Na komm. Der wartet auch. Das sind so lustige Geräusche, ey. Na komm. Na komm. Hör auf, so in die Luft zu pieken. Komm. Ah, nice. Nein! Hilfe, er hat mich geblockt. Ja. Na, endlich. Ah, wir müssen mehr Damage machen, ey. Mach ich doch eigentlich schon, oder? Naja, also mehr quasi ein Upgrade fürs Schwert, meine ich, brauchen wir. Wo kommen wir denn jetzt hier schon wieder hin? Hier geht's nicht weiter. Fehlt was, ja, quasi. Fehlt was. Ja. Ja. Wa? Schildi. Kein Weg, Alter. Kann man hier hochnehmen. Nee, okay, dann gucken wir doch mal, wie wir da weiterkommen, wo wir jetzt gerade waren. Das ist cool. Zack. Also da unten merken wir uns, wenn man da irgendwas hochfährt, dann geht's da weiter. Kurz gucken. Das ist dieser Weg, okay, da geht nicht. Da ist ein Herz. Ja, das haben wir schon gefunden. Heißt das Zeichen, dass wir das noch nicht aktiviert haben? Das andere da in der Mitte? Das Herz. Achso, weil es so blinkt. Nee. Mal dieses Herz hier, ja. Links in der Ecke da. Habe ich hier, warte, ich nehme mal die Maus. Das da? Das da, ja. Ja, da waren wir noch nicht dran, aber das hier auch noch nicht. Ja, anscheinend nicht, oder? Und dann waren wir an diesem da, aber... Dann waren wir da auch noch nicht dran, ne? Okay. Guck mal, man einfach nur die Maus nehmen kann. Ja, aber ich komme ja da nicht ran. Guck mal, kann ich einfach mal übernehmen? Mann, hör auf damit! Geh weg! Ich will da hoch. Das wird da muss nie man wieder passieren. Guck mal, da kann man hochklettern, wenn man hier oben drauf ist. Guck mal mit mir, wie man hier hochkommt. Nein. Nein. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Mhm. Aber da sind wir zu. Aber da bin ich doch gerade runtergesprungen. Da ging es nur runter. Da von da oben kam ich doch. Ja. Aber wie komme ich denn da wieder hoch? Das ist eine hervorragende Frage. Die ich nicht beantworten kann, ausnahmsweise. Mhm. Ah, hier kann ich mich schon mal durchpassen. Geht's erstmal weiter. Ja, wir nehmen erstmal den. Jetzt kommst du, da kommst du auf jeden Fall ein Level hoch. Whoop. Das ist quasi ein Level up. Komm, der war lustig. Tja. Hallo. Ja, der war lustig, okay. Das sind Qualitäten. Ja, was da oben? Das sind Vögelchen, oder? Nee. Achso, ein Schmetterling wieder. Schmetterling? Und wir müssen irgendwie 1000 davon finden. Wir machen doch wieder irgendwas Böses mit dem. Hallo! Was sind wir denn für ein Typ? Wir können doch da nicht rüberspringen. Nein. Niemals. Okay, dann geht's hier aber leider nicht weiter, weil da nach links können wir auch nicht springen. Wie gehen wir denn mit diesen Schmetterlingen um, ey? Ah, hier können wir aber nicht springen. Ja, da müssen wir auch hin, wenn wir zu dem Herz wollen. Ah, nee, jetzt können wir auf dem Ding in der Mitte. Ja. Wow! Ja. Geil. Jetzt können wir hier hoch und das drehen. Ja. Und dann kommen wir da rüber. Seite. Oder runter. Genau, wenn wir es jetzt punchen von unten. Mhm. So. Und dann... Bah! Oh nein, ich kann nicht... Oh, ich bin ein... Airpunch. Nope! Boah, es wäre so witzig gewesen, wenn wir jetzt weggekickt worden, ne? Warte, Jolo, das ist... Da hab ich auch drauf gewartet, dachte so, Level geballert werde ich mich jetzt selbst töten.
Aber es hat nicht so, dafür fehlen die Physics-Effekte. Wir brauchen erstmal das Herzchen. More life. Ah. Und ich guck mal jetzt, ob die Blume jetzt weg ist. Mhm. Dann sollten wir uns genau das andere holen. Ja. Ah, ist geil, es heilt uns und es gibt uns den nächsten Upgrade-Punkt. Ja. Okay, dann lass uns noch zurückgehen und dann... Und diesen Typen holen. Dister, ja. Und Dister einsammeln noch. Okay. Und dann müssen wir mal dauernd, genau. Hier lang. Dann müssen wir mal gucken, wo es jetzt wirklich weitergeht. Dann. Ja, hier oben lang, in die andere Richtung. Okay, aber dann holen wir uns den Stuff jetzt noch in der Folge und in der nächsten Folge geht es dann da weiter. Jo. Für alle, die jetzt nicht mehr sehen wollen, wie wir jetzt rumlatschen. Natürlich wollt ihr das sehen. Du möchtest unsere Abonnenten verscheuchen. Wir sind nicht verscheuchen, das ist Fanservice. Ich muss kurz gucken. Aber natürlich da wollt ihr sehen. Ja, sonst weint Jenny nämlich, wenn jetzt geht. Macht die sie unglücklich. Das haben wir schon gesehen. Du sollst da runter klettern. Sei nicht böse. Sei kein Hopp. Ist so unlustig. Was ist denn das aber? Da ist er, da oben. Ach, das Schwertding. Ja, wir brauchen mehr davon. Aber. Wie kommen wir da hin? Keine Ahnung. Oh. Die sind böse. Ich weiß. Da oben sind doch. Pilze, können wir von Pilz zu Pilz jumpen? Sieht so aus. Und über diese Orangenen. Ja, aber wie kommen wir da zu den Orangenen hoch? Da kannst du... Ich weiß nicht, bist du sicher? Die sehen nicht so... Nee, Idee. Das heißt ja nicht, dass es stimmt. Oder meinst du, man kommt da erst später hin? Ja, also jetzt kommst du nicht dahin, das sieht man ja schon. Sieht echt nicht so aus, als würdest du da hingehen können. Jetzt müsstest du dann tiefer, aber wir gucken noch, ob wir das Herz kriegen. Zum Roten, ne? Weil dann hätten wir noch einen Hit. Point mehr. Hier lang. Was hat geflackert? Mhm. Lieb. Lieb, ich weiß. Wo ist die Pflanze? 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 Ich muss immer gucken, weil man. Geradezu. Ich habe kein Gefühl für die Weite auf der Map. Karte und. Ja, das stimmt. Das geht mir aber genauso. Ich weiß sie nicht. Es ist schwer einzuschätzen, was. Da ist sie. Oh, das wäre echt voll dran vorbeigelatscht, ne? Ja, weil ich am Anfang nicht wusste, was das ist. Ja. Ist hier nicht unsere Upgrade-Höhle? Oder ein was? Nee. Achso, nee, die hat so einen großen Eingang. Ja, was ist denn das? Ein Dungeon. Dann lass mal ich mal. Oh, eben mehr. Dann lass mich mal ganz kurz gucken. Da ist das. Da ist unsere Höhle. Hm. Haben wir denn. Wo sind Schnellreisedinger? Hier, da. Nee, Schnellreise. Da ist. Ja, wir müssen nächstes Mal über so ein Schnellreiseding stolpern, nehmen wir es einfach und holen jetzt ein Upgrade. Ja. Ansonsten würde ich jetzt sagen... Ich laufe erstmal wieder dahin und dann beende ich die Folge und ihr Leute könnt jetzt dann einfach schon mal ausmachen, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Was? Aber Josh erzählt euch jetzt noch was Schönes. Was denn? Na, denkt ihr was aus? Ich habe voll viel erzählt. Ich habe vom Kneipenquiz erzählt, ich habe von... Ich weiß tatsächlich nicht, ich glaube über Poznan habe ich in der Folge davor gesprochen, ne? Ja. Hm. Aber auch noch nicht so viel. Ja... Das ist cool. Ja, aber... Nee, erzähle ich jetzt nicht von mehr. Ich dachte erst, du sagst, nee, ist nicht cool. Ist voll cool, hallo. Ich ignoriere den jetzt mal. Ja. Mag die Vögel total gerne, wenn die mal... So, dann bleiben wir gleich da stehen, wo es nämlich da weitergeht. Komme ich jetzt von hier darüber? Ja. Super. Jetzt kannst du da noch hin. Dass wir noch eine Aussicht haben auf das, was kommt vielleicht. Hier. So. Oh, das ist so geil wie die Hälfte. Was ist das? Da, ich sehe euch. So. Dann, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss.